Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Becker, das ist schon bemerkenswert, was Sie hier eben vorgetragen haben. Auch, das spiegelt sich ja genauso auch in dem Antrag, wie er jetzt mit Ihrer Mehrheit aus dem Ausschuss zurückkommt, wieder. Sie sagen zwar zutreffend, es gibt keinen rechtlichen Auftrag, aber was ist denn mit dem politischen Auftrag, den Sie haben, hier die Interessen der niedersächsischen Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und tatsächlich auch in diesem Verfahren zu vertreten und sich gegenüber Tenet einzubringen? Dazu sagen Sie nichts und stehlen sich aus der Verantwortung. Es ist richtig. Niedersachsen, sagen Sie, nimmt Verantwortung wahr bzw. hat Verantwortung bei der Umsetzung der Energiewende. Nur hier in einem solchen komplexen, 800 Kilometer insgesamt betreffenden Verfahren, Niedersachsen quer durch einmal, da ist doch die Landesregierung gefordert, mit ihrer Kompetenz sich entsprechend einzubringen. Und das hat der Gesetzgeber ja auch so genau gesehen. Er hat ja genau in § 7, Sie haben es zitiert, im NABEC eine Kompetenz oder eine Aufgabe des Landes ausdrücklich beschrieben. Da kann man sich natürlich zurückziehen und sagen, ja, das ist eigentlich nur eine Anhörung, die nicht mehr oder minder in der Antragskonferenz stattzufinden hat als Träger öffentlicher Belange. Aber hier kommt doch gerade der politische Wille zum Ausdruck, mit einem eigenen Vorschlag sich auch tatsächlich einzubringen. Und ich kann Ihnen sagen, das war uns damals auch besonders wichtig. Wir haben das immer mit Skepsis gesehen, die Übertragung auf die Bundeszuständigkeiten, es am Ende auch mitgemacht aus dem Bundesinteresse heraus, aber eben auch gesagt und gesehen, die Länder müssen hier selbst mit in die Verantwortung gehen und deshalb auch dies hier ausdrücklich mit aufgenommen. Hier sind Sie gefordert, hier muss die Landesregierung tatsächlich auch etwas liefern. Denn das Ganze ist ja unser Interesse. Und Sie können sich nicht zurücklehnen und so tun, als wären Sie nur ein Zuschauer, einer unter vielen. Denn hier geht es um ganz konkrete Betroffenheit der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen an der Strecke. Und das Land hat die fachliche Kompetenz. Sie haben im Landwirtschaftsministerium die Raumordner sitzen. Die können ja hier konkret dazu beitragen und auch entsprechend hier die Interessen vertreten. Also, Sie müssen Verantwortung übernehmen. Das ist mit dem Antrag der CDU, so wie sie ihn auch vorgebracht hat, hier mit der Forderung, einen eigenen Trassenvorschlag auch vorzulegen und sich auch der unangenehmen Diskussion zu stellen, auch entsprechend eingefordert worden. Es geht halt nicht immer nur, schöne, große Reden zu halten und dann, wenn es darum geht, konkret Verantwortung zu übernehmen, sich wegzuducken, sondern hier müssen Sie raus, Sie müssen die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern führen und für Ihre Position dann auch tatsächlich eintreten. Meine Damen und Herren, es gibt hier, Sie haben das auch eben gesagt, Herr Becker, da gibt es auch ein Zitat in dem Entschließungsantrag, wie er aus dem, oder der Fassung, wie er aus dem Ausschuss wiederkommt. Da heißt es, ich zitiere, bei der Abwägung gilt es, ein Höchstmaß an Transparenz zu schaffen und so weiter. Transparenz ist das Stichwort. Und das wirklich finde ich dann wirklich ein starkes Stück, dass diese Transparenz, die diese hier einfordern und sie sagen, das Land kann sich nicht mit eigenen Vorschlägen einbringen, an anderer Stelle ja gerade nicht geliefert haben. Das Land hat sich ja eingebracht, steht aber nicht am Ende dazu. Gucken Sie mal in die Anträge, die bei der Bundesnetzagentur, die da liegen. Da gibt es mindestens zwei Trassen, die auf Vorschlag des Landes, dieser Landesregierung, nicht abgeschichtet worden sind, nicht rausgenommen worden sind. Was waren denn dafür die Kriterien? Das wissen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nicht. Die wundern sich nur, dass hier gesagt wird, das Land hat gar nichts damit zu tun. In den Antragsunterlagen aber steht, das Land hat konkrete Trassen vorgeschlagen. Hilgermissen, Hoya, Landesbergen, Loccum, Sachsenhagen, Bad Nenndorf, Basinghausen, Bad Münder, Hameln liegen alle an Strecken, die ausweislich der Antragsunterlagen von der Landesregierung eingebracht und vorgeschlagen worden sind. Und hier stellen Sie sich hin und sagen, wir sind nur Zuschauer und bringen uns frühestens in der Antragskonferenz ein. Wo ist denn die geforderte Transparenz? Sie machen es doch, also stehen Sie dazu. In dem Sinne, meine Damen und Herren, ist das, was Sie hier abliefern, viel zu wenig. Die Aufgaben sind größer. Wer die Energiewende zum Erfolg bringen will, der muss auch Verantwortung übernehmen und sich nicht zurücklehnen und auf andere zeigen. Vielen Dank.